Hierher, Freunde. Das Rennen fängt gleich an. Weißt du, wo Brutus ist? Klar, da schaut. Er stolziert unter der Tribüne von Prinzessin Irina herum. Danke! Danke! Freut euch nur, ihr Zeckenbande. Ihr Clowns, wenn ich erst Kaiser bin, habt ihr nichts mehr zu lachen. Ah, die nervigen Gallier. Da! Das gibt's doch nicht! Aha. Da! Da! Beim Vulkan! Da! Da ist sogar der Dritte, der es wagt, meiner Verlobten den Hof zu machen. Platonix, Klosix, Bukolix, Widerblix. Ja, das ist es, Widerblix. Die reinste Klette, dieser Typ, ehrlich. Und während die letzten Mitstreiter sich auf ihre Plätze begeben, fährt auch der gallische Flitzer von Widerblix vor. Eine Höllenmaschine mit breiten, wunderbar glänzenden Felgen. Er rollt am Gespann des griechischen Fahrers Zapalotos vorbei und nimmt seinen Platz in der Startaufstellung ein, neben dem Ägypter Phlobis. Achtung, gleich geht das Rennen los. Wir warten nur noch auf den Wagen von Brutus, Sohn des großen... Des großen Cäsar. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Nun denn, auf in den Kampf. Den knöpfe ich mir vor, diesen Liebeskranken. Besiegt der gallische Wagen in diesem furiosen Rennen. Was für ein Finish. Wahnsinn. Bravo, Widerblix. Ein Hoch auf Gallien. Vielen Dank, Freunde. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Na gut. Also bisher war ich ja ziemlich fair. Aber dieses Mal, da haben sie es geschafft. Mir reicht's jetzt endgültig. Denen zeig ich, wer Brutus ist. Beiseite, Kleiner! Du auch, Alter! Was ist denn? Durfte ich nicht? Du solltest ihn schnappen und ihm den Dimensionsschlüssel abnehmen, nicht zum Mond schicken. Woher sollen wir jetzt wissen, wo er gelandet ist? Kein Problem. Wir müssen nur den Satz des Drittes anwenden. Den was? Er meint sicher den Satz des Thales, des griechischen Geometrikers, oder Obelix? Nein, ich rede vom Satz des Drittes. Der ist von mir. Ich habe ihn ganz allein erfunden. Es ist ganz einfach. Ich stand so da, so, und hatte den Fuß so. Es folgte ein Schub von unten nach oben entlang dieser Achse. Nach dem Koeffizienten des Drittes und dem Cosinus des gegenüberliegenden Winkels, mal sehen, Windstärke nur schwach, 4 und 2 im Sinn, und das ergibt... Da hinten. Ach nee. Schnell, Freunde. Die Zeit drängt. Verstanden, Miraculix. Folge mir, O Obelix. Schauen wir, was dein Satz taugt. Wenn sie nur rechtzeitig da sind. Brutus, du solltest uns jetzt den Schlüssel geben, den du von Dr. Mabus hast. Meint ihr etwa den hier? Ich würde ihn euch gerne geben, aber leider brauche ich ihn noch, um die Welt zu erobern. Brutus, ich habe ganz den Eindruck, dass du noch ein paar Ohrfeigen brauchst. Wie? Redest du mit mir? Mit mir? Du laberst mich an? Mir scheint, ihr habt sie etwas unterschätzt. Die Macht des großen Brutus. Ich werde euch gleich Respekt lehren, ihr frechen kleinen Gallier. Beim Tortatis, mein armer Obelix, diesmal stecken wir wirklich in der Klemme. Ich habe noch nie so viele Römer gesehen. Das ist... Der schönste Tag in meinem Leben. Was ist? Komm doch, komm doch! Ich glaube, jetzt sind alle bedient, Obelix. Einfach alle, bis auf Brutus. Zurück, Gallier! Ich warne euch, fasst mich bloß nicht an, sonst... Sonst? Sag ich's meinem Papa. Wie wagemutig. Na los. Den Schlüssel.
Ich habe ihn verloren. Ich... Obelix! Wartet! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Da ist er! Seht ihr? Kein Grund zur Aufregung. Wir sind doch keine Barbaren. Mal sehen. Also, lieber Obelix, wo wird ihr diesmal landen, nach deinem famosen Satz? Also, da würde ich sagen, auf Cäsars Knien, um sich eine Trachtprügel abzuholen. Und dann haben sie Spieluhren, die so schlecht spielen wie unser Barde. Nein, unmöglich. Die Armen. Sag, Miraculix, wo ist er denn jetzt, der Schlüssel? Oh, keine Sorge, der ist sicher verwahrt. Wollen wir noch mal nach Olympia ein wenig Sport treiben? Sagen, dass wir das richtig beschissen hast, das ist das Schwerste von allen. Guck, oh. Da mache ich alles easy, bis auf das. Okay. So, ich sage dir gleich die Farben durch. Blau. Rot, gelb. Ich hab alles geschlagen. So, weg und ist er. Schwarzen. Schwarz. Grün. Ah. Blau. Oh. Zweimal blau gibt's nicht. Nein! Es war grün. Das hab ich verlötet, Leute. Aber blau. Aber blau. Hallo, bei Steven. Gelb. Rot. Na, rücken Sie, warten. Und gelb. Dieser gallische Teilnehmer hat eine solide Vorstellung trotz seiner staatlichen Statur. Ah, 15.000. Okay. Ja, mir jetzt hier kein Bock, jetzt irgendwas zu vergeben hier. Wie heißt einfach? Ah! Das sind die A's. Das sind die A's. Blau. Ah. Gelb. Grün. Grün, ja. So. Blau. Ja, das Problem ist, wenn jetzt schlag, dann. Nochmal blauen. Bleib still. Grün. Vom links. Nein. Ah, so ein Arsch. Und. Blau. Blau. Das ist mal ein ernstzunehmender Konkurrent. Puh. Aber die Konkurrenz hat auch gut aufgeholt. Er macht sich nicht schlecht, Boah, jetzt geh weiter. Nee, wir brauchen jetzt nicht alles speichern. Das langt einmal. Alter, du betreibst doch hier alles. Sag einfach ja, speicher. Fertig, Punkt. Das ist scheiß Ding da. Heide, nein. So, wir fangen an mit blau. Und dann rot. Ah, Scheiße. Dieser Mitstreiter hat gewiss nicht das absolute Gehör. Gelb. Gelb. Rot. Rot. Grün. Um links, links, links. Blau. Oh, unten rechts. Nochmal blau. Oh, blau. Oben. Ah, der braucht blau. Oh, der kann ich weghauen. Nochmal blau. Gelb und rot, mittig und gelb unten. Dieser gallische Teilnehmer zeigt eine solide Vorstellung trotz seiner staatlichen Statur. Ja. An Auwe. Ah, das war ein Grin. Bist du besser als ich, Mann? Wagenrennen machst du. Da bin ich als Obelix zu dick. Wir müssen wohl auf diesen Knopf drücken, wenn er aufleuchtet. Und wie geht das? Vielleicht mit einem Sturzflugangriff. Das könnte gehen. Entschuldigung. Das war unsynchron. Hat trotzdem funktioniert. Ja. Und wir laufen, laufen. So, du bitte nach oben, danke. Oh, Willi. Los, komm, hilf mir.
Halt die Frisse! Ach, ich kann auch! Aber nur bei dir! Oh, schon wieder der! Out! Musst du kaputt hauen? Bevor er seine Leute ruft? Er hört sich auch ab und zu mal an wie du. Ich glaube, er hört sich eher an wie du. Er hat eher versucht, Steine zu klopfen, klopft nicht richtig. Weg ist er. Na, wie war es, einen Stein zu verkloppen? Ach, doch, welcher Steine? Stein verkloppt. Natürlich hast du Stein verkloppt. Ach du? Ich hab keine Frage. Ja, ich bin ja auch groß, dick und rosa, was? Nee, du bist klein, dünn und nur 1,15 groß. Hm. Nee, das sag ich jetzt nicht, wir sind in der Aufnahme. Oh, Leute. Hm. Meine kleinen Schlingel ist da draußen, wisst ganz genau, was ich sagen wollte. Ja, ich meinte ich mein Schlingelein. Mich? Kannst nicht. Nein, du bist nicht mein Zuschauer. Ach nein, ich guck dir als öfters zu. Super, jetzt müssen wir nur noch zu der Platte. Aber schaust mir jeden Tag zu. Was? Ja, das ist auch wahr. Ja, er lässt sich wieder prügeln, der Kerl. Ey, unmöglich. Alter, ich hab's alle auseinandergenommen. Hepp, 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 wohin denn so schnell? Hau mal nicht so weiter weg. Obelix! Wo seid ihr denn da? Wo kamen die her, ist die Frage hier. Bartzack, Mensch! Klatsch, zerquetscht, Kerl. Was ja alle kaputt, Jungs. Oi, klappt noch ein bisschen so. Hast du gesehen, Asterix? Was? Die Griechen sind wie die Schnecken. Wenn man sie nervt, kriechen sie in die Schneckenhaus. Obelix, das ist kein Schneckenhaus, der liegt nur drunter. Na, das ist kein Schneckenhaus, der liegt nur drunter. Och, er ist das bestimmt gewohnt. Och, bestimmt ist das alles gewohnt. So. Einkommen Nummer 2, schau mal. Hey, wo kommen die denn alle her? Ah, da fällt gerade was ein. Los, komm, hilf mir! Ja, warte doch. So, nach oben. Und dann. Zack. So. Noch einmal hier rum. Und dann wieder da. So. Ah, komm her. Schön da bleiben. So. Haut euch das an. Führen ihn da ein. Schafft er es oder schafft es nicht? Das ist die Frage. Schlagen! Obelix! Rühr dich nicht, ich komme! Wie soll ich mich denn rühren?
Kannst du das mal wegdrücken, bitte? Nein! Ja. Tust du gerade so dumm oder bist du so dumm? Ach, halt die Lappen. Heimat, seh ich nimmer dich wieder. Geht's dir nicht gut, Asterix? Doch, doch, super. Wieso? Ich singe bloß, weil ich hier lang warte. Obelix, gib mal Gummi. Ich langweil mich hier, Robin. Ja. Los, komm, hilf mir. Ja, wir sind gleich da. Ups. Oh, jetzt bist du da. So. Schaut euch diese solide Handarbeit an. Oh, das sind trainierte Hände, Leute. Jetzt geht's los. Also, ab zum Wagen. Die Vögel da oben, Knallblüte. Ja, wir haben sowieso schon so viele übersehen, die sind jetzt auch scheißegal. 80% übersehen, das Geilste, der ist hier fix, diese zwei Vögel noch rum. Ach, glaub ich bin... Hierher, Freunde, das Rennen fängt gleich an. Weißt du, wo Brutus ist? Klar, da schaut, er stolziert unter der Tribüne von Prinzessin Irina herum. Danke, danke! Freut euch nur, ihr Zeckenbande. Ihr Clowns, wenn ich erst Kaiser bin, habt ihr nichts mehr zu lachen. Ah, die nervigen Gallier, da, das gibt's doch nicht. Aha. Da, beim Vulkan, da ist sogar der Dritte, der es wagt, meiner Verlobten den Hof zu machen. Platonix, Klosix, Bukolix, Widerblix, ja. Das ist es, Widerblix! Die reinste Klette, dieser Typ, ehrlich! Und während die letzten Mitstreiter sich auf ihre Plätze begeben, fährt auch der gallische Flitzer von Widerblix vor. Eine Höllenmaschine mit breiten, wunderbar glänzenden Felgen. Er rollt am Gespann des griechischen Fahrers Zapalotos vorbei und nimmt seinen Platz in der Startaufstellung ein. Neben dem Ägypter Phlobis. Achtung, gleich geht das Rennen los. Wir warten nur noch auf den Wagen von Brutus, Sohn des großen... Des großen Cäsar. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Nun denn, auf in den Kampf. Den knöpfe ich mir vor, diesen Liebeskranken. Okay. Ah, ein letztes Mal noch ein Wagenrennen. Das schwierigste Wagenrennen dazu noch. Ja, jetzt gleich mal Klatsch in die Presse. Achtung, ausrechnen. Gut, Achtung, geht's. Start in das Teil rein. Zack, wo ist der Römer? Ah! Wildschwein? Ah, Scheinkleister. Komm mal. Ah! Oh Gott. Es kriegt da jetzt auf den Deckel. Nett. Scheiße. Ah, da rennt er rein. Ja. Zack. Vergiss nicht. Gut. Nein. Ah. Die Kiste habe ich abbekommen. Kurze Fix. Achtung. Gut. Jetzt ganz schnell rüber. Gar nicht. Das ist hier gerade echt Biesenprise, kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich dir. Ah, Leute, jetzt. Ah, hat er was? Jetzt hat er was. Hat er was Eisen? Hat er noch was Eisen? Immer
immer noch da? Kann der du noch den Finger abbringen? Klatsch in die Fresse. Ich hab's geschafft. Ah, was? Weg mit ihm. Oh, bei First Try, Leute. First Try. Er bringt den. Lebe hoch. Ja. Mahlzeit, du Drecksau. Am Ende siegt der garnische Wagen in diesem furiosen Rennen. Was für ein Finish. Wahnsinn. Bravo, Wiederblix. Ein Hoch auf Gallien. Vielen Dank, Freunde. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Na gut. Also bisher war ich ja ziemlich fair. Aber dieses Mal, da haben sie es geschafft. Mir reicht's jetzt endgültig. Denen zeig ich, wer Brutus ist. Beiseite, Kleiner! Du auch, Alter! Was ist denn? Durfte ich nicht? Du solltest ihn schnappen und ihm den Dimensionsschlüssel abnehmen, nicht zum Mond schicken. Woher sollen wir jetzt wissen, wo er gelandet ist? Kein Problem. Wir müssen nur den Satz des Drittes anwenden. Den was? Er meint sicher den Satz des Thales, des griechischen Geometrikers, oder Obelix? Nein, ich rede vom Satz des Drittes. Der ist von mir. Ich habe ihn ganz allein erfunden. Es ist ganz einfach. Ich stand so da, so, und hatte den Fuß so. Es folgte ein Schub von unten nach oben entlang dieser Achse. Nach dem Koeffizienten des Drittes und dem Cosinus des gegenüberliegenden Winkels, mal sehen. Windstärke nur schwach, 4 und 2 im Sinn, und das ergibt... Da hinten. Ach nee. Schnell, Freunde. Die Zeit drängt. Verstanden, Miraculix. Folge mir, O Obelix. Schauen wir, was dein Satz taugt. Wenn sie nur rechtzeitig da sind. Ja, werden wir jetzt gleich sehen. Verflixt, ein Überraschungsbesuch. Und, oh nein, falscher Alarm. Also wirklich, jetzt geht's aber los. Gleich kracht es, das sag ich euch. Macht die Tür auf, ihr Todesgute! Macht die Tür zu! Von jetzt an passt ihr mir auf, dass keiner hier reinkommt, der auch nur im Entferntesten wie ein Gallier aussieht. Wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch an die persische Front. Ja, Brutus. Gut gemacht, Obelix. Er ist da hinten. Ja, er ist etwas abgedriftet. Und mir scheint, er hat ein Begrüßungskomitee für uns organisiert. So, mein Lieber, du bist so weit. Wie es aussieht, ist der Ruhm doch nicht mehr da. Was ist denn hier los? Alles weg. Er ist doch wieder da. Alles weg. So, also Ben, danke. Oh, wie kommen wir jetzt da rein? Ganz einfach, indem ihr... Warte mal, wo ist das Ding? Kann ich mich da drehen? Kann ich mich drehen? Nee, ich kann mich nicht drehen. Wir müssen hier runter. Ah, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Du musst irgendwo, also du warst irgendwo oben. Also, musst okay, du ich weiß genau, wo wir hin müssen. Oh, ich liebe es. Ist mal wieder eingefallen? Na, ja, ich weiß es schon die ganze Zeit.
Das musste ich ganz gerne fein reinlatschen. Ja. Aber es wäre ja langweilig, wenn ich alles vorgeben würde. Könntest du mal so laufen, dass ich... Ja, egal. Ja, du musst doch gar nicht hoch. Du musst runter nicht hoch. Der will ja immer mit hochklettern. Dann würde das wieder runterstolzieren da. Oh, no. Richtig erraten. So ein alter Zeitschinder ist das. Oh. No. Blix, lauf, findet ihr so kleine Männer. Du lässt mich schon runter, wenn ich dir sage, oder? Du lässt mich schon runter, wenn ich dir sage, oder? Nö. Weg ist er. Da! Verstehe ich gerade ein bisschen beiseite, ne? Weg. Oh, ab den Gott. Lauf wie hoch? Wo haben wir auch überlaufen? Laufen da zu dieser Burg nach hoch. Ich weiß nicht, ob das Burg genannt wird, aber glaube ich auf jeden Fall auch nicht, wie immer das in Rom benannt wird. Brutus, du solltest uns jetzt den Schlüssel geben, den du von Dr. Mabus hast. Meint ihr etwa den hier? Ich würde ihn euch gerne geben, aber leider brauche ich ihn noch, um die Welt zu erobern. Brutus, ich habe ganz den Eindruck, dass du noch ein paar Ohrfeigen brauchst. Wie? Redest du mit mir? Mit mir? Du laberst mich an? Mir scheint, ihr habt sie etwas unterschätzt. Die Macht des großen Brutus. Ich werde euch gleich Respekt lehren, ihr frechen kleinen Gallier. Mein Totatis, mein armer Obelix, diesmal stecken wir wirklich in der Klemme. Ich habe noch nie so viele Römer gesehen. Das ist... Der schönste Tag in meinem Leben. Ich glaube, das kann dick in die Hose gehen. Aber ich habe da was gesehen. Ah, ich brauche meinen Trank. Oh, Gummi. Aber das ist ja gerade so. Sind wir beide eigentlich, aber man kann es auch alleine machen. Okay, ja, aber ich habe mich nämlich gerade einfach auch mal irgendwie mitgedreht, keine Ahnung wie. Ja, das ist klar, wir sind bis zusammen. Irgendwie. Also wenn du auch mit vier drückst, machen wir mehr Schaden. So. Aber leider hältst du halt nicht so mal an. Ja, ich hätte das, was weißt du. Nicht erst sämtliche Charaktere herumgeistern. Den echten. Was? Gestorben? Das ist ja aber neu. Das ist was Neues. Okay, wir haben aber wieder unseren Trank an der Seite. Ja, dann holen. Das Ding kontrolliert, also es ist eher mehr unkontrolliert. Also ich kann nicht steuern, wo es hingeht. Schießt halt rum, ne? Ja, aber wenn wir da schnell drücken, dann machen wir mehr Schaden, wie du gesagt hast, oder? Oh, Kuppi! Also, sieh du an, wenn wir so unter den 5000 kommen. 5000 ja. Was? Und der Kreisel dreht sich runter, 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 der Kreisel dreht sich runter, 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 was? Seid ihr sicher, dass du mit holst? Du hast kein Leben von dir. Ha ha!
ich mir rüber hier auf die Kühlschlatter. Kommen immer weniger oder wie viele sind? Oder guck mal, da hinten ist so der Zaubertrankkurs. Schnell los, schnell los. Und jetzt bleiben. Das ist auch scheiße, total geil irgendwie. Also anscheinend ist doch das die einzige Möglichkeit, wie wir viele auf einmal vernichten können. Oh, Alter, noch 11 Stück. Wie verbunden wir das so? Ich komme. Ich finde die Papierwürmer richtig geil. Die ausschauen. Ups. So? Erledigt! Was ist? Komm doch! Komm doch! Ich glaube, jetzt sind alle bedient, Obelix. Einfach alle. Bis auf Brutus. So, zurück, Gallia! Ich warne euch! Fasst mich bloß nicht an, sonst... Sonst? Sag ich's meinem Papa! Wie wagemutigt! Na los! Den Schlüssel! Ich hab ihn verloren! Ich... Obelix! Wartet, ich hab ihn, ich hab ihn. Da ist er. Seht ihr? Kein Grund zur Aufregung. Wir sind doch keine Barbaren. Mal sehen. Also, lieber Obelix, wo wird er diesmal landen, nach deinem famosen Satz? Also, da würde ich sagen, auf Cäsars Knien, um sich eine Trachtprügel abzuholen. Und dann haben sie Spieluhren, die so schlecht spielen wie unser Barde. Nein! Unmöglich! Die Armen! Sag, Miraculix, wo ist der denn jetzt, der Schlüssel? Oh, keine Sorge. Der ist sicher verwahrt. Wollen wir noch mal nach Olympia ein wenig Sport treiben? Ach ja, so ein schönes kleines Let's Play. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ich öfters mit Chris zusammen Let's Play starten soll, alte PlayStation 2 Story Games, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Jo, ciao. Das war's von mir. Auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und. Bei den Olympischen Spielen. Echt wunderbares Game und wenn es euch gefallen hat, gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Dann machen der Doom und ich das öfters. Ja. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.